Laut einer TNS-Infratest-Umfrage geben 81% der Deutschen an, dass sie schlecht Nein sagen können. Frauen sogar häufiger als Männer. Vielleicht kennst du das auch von dir, aber der Preis, den wir dafür zahlen, den kennen wir eigentlich auch schon allzu gut. Wir erschöpfen uns, der Dauerstress kann uns psychisch und physisch krank machen. Wir sind natürlich frustriert, weil wir viel zu oft Ja sagen zu Dingen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Wir laufen Gefahr, ausgenutzt zu werden. Und unsere Bedürfnisse bleiben natürlich völlig auf der Strecke. Rein theoretisch ist die Lösung dazu sehr, sehr, sehr einfach. Wir müssen einfach Nein sagen, wann immer wir etwas nicht tun können oder tun möchten. Wenn uns also Zeit oder Energie dazu fehlt. Nur in der Praxis ist es nicht so einfach mit dem Nein sagen, weil wir Angst haben vor den möglichen Konsequenzen, Angst davor, egoistisch zu wirken oder von anderen abgelehnt zu werden. Und deswegen möchte ich dir heute 6 Möglichkeiten mitgeben, ein Nein so zu verpacken, dass es andere weniger vor den Kopf stößt und dir daher auch leichter über die Lippen geht. Erstens, das Nein mit Begründung. Wenn du dein Nein begründest, zum Beispiel in der Form Nein, das geht leider nicht, weil... dann fällt es deinem Gegenüber häufig leichter, das anzunehmen, zu akzeptieren, weil es sich weniger ablehnend anfühlt. Und das entspannt dich vielleicht auch gleich mit. Psychologische Studien haben übrigens gezeigt, dass gar nicht so wichtig ist, was nach diesem Weil kommt. Also die Begründung muss gar nicht wahnsinnig ausgeklügelt sein oder tief fundiert, sondern du kannst was ganz Banales sagen. Darauf kommt es gar nicht an. Es kommt einfach nur darauf an, dass wir eine Begründung nennen. Dafür ernten wir dann sofort mehr Verständnis und Entgegenkommen. Zweitens, das Nein mit Alternative. Nein zu sagen, also eine Bitte abzulehnen, fällt natürlich auch oft leichter, wenn wir eine Alternative anbieten können. Also nicht kategorisch ablehnen, sondern nur vielleicht für diesen spezifischen Fall. Sowas wie, nein, es tut mir leid, diese Woche kann ich dir auf gar keinen Fall helfen, aber nächste Woche helfe ich gern. Oder nein, ich kann keinen selbstgebackenen Kuchen mitbringen, aber ich bringe gern ein paar Würstchen oder Bananen aus dem Supermarkt mit. Wichtig dabei ist natürlich, dass du diese Alternative auch nur anbietest, wenn du sie wirklich bereit bist zu geben. Sonst bist du ja wieder im gleichen Dilemma, dass du Ja zu etwas sagst, was du gar nicht machen möchtest. Drittens, das ehrliche Nein. Die meisten Menschen erteilen ja nicht gern Abfuhren, weil wir eben befürchten, dass man es uns übel nehmen könnte. Und das ganz offen und ehrlich anzusprechen, das bringt dir sofort Sympathiepunkte ein. Das wirkt entwaffnend und das kann so eine Situation auch schnell entspannen. Zum Beispiel sowas wie, es fällt mir wirklich schwer, Nein zu sagen, weil mir Projekt XY auch sehr wichtig ist oder weil ich dich nicht enttäuschen möchte. Aber diesen Samstag passt es mir einfach nicht. Viertens, das Nein mit Verständnis. Verständnis für die Bitte deines Gegenübers aufzubringen, das wirkt sofort freundlicher. Es zeigt deinem Gegenüber, dass dir seine oder ihre Nöte nicht egal sind. Du könntest zum Beispiel sowas sagen wie, es tut mir leid, dass bei dir gerade so viel zusammenkommt, aber ich kann dir jetzt nicht beim Umzug helfen. Oder ich sehe, dass da bei dir gerade echt viel zusammenkommt, aber leider kann ich dir trotzdem nicht helfen, weil ich mit Aufgabe XY beschäftigt bin. Fünftens, das Nein mit einem Danke. In manchen Situationen ist es ja wirklich ein schönes Kompliment, dass wir für eine Aufgabe angefragt werden. Vielleicht, weil wir die besten Rechtschreibkenntnisse in unserem Team haben oder uns so gut mit Bilanzierung auskennen. Und da kann man sich natürlich ruhig für bedanken, indem du zum Beispiel sowas sagst wie, ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie dabei an mich denken, aber mein Terminkalender ist leider ganz voll. Oder ich fühle mich geschmeichelt, dass du mir das zutraust, aber ich kann leider trotzdem nicht. Sechstens, das humorvolle Nein. Auch Humor ist natürlich bestens geeignet, um angespannte Situationen zu entspannen und Konflikte zu entschärfen oder vorwegzunehmen. Du kannst dein Nein also auch durchaus humorvoll verpacken, indem du sowas sagst wie, nein, glaub mir, das ist wirklich keine gute Idee, wenn ich einen Kuchen backe, aber ich bringe gerne einen gekauften mit. Probier gerne mal aus, mit welchem Nein du dich am wohlsten fühlst und dann ja, lerne die entsprechenden Formulierungen auswendig, damit du sie dann im Ernstfall auch abrufen kannst. Und wenn du dieses Thema weiter vertiefen möchtest, wenn du wirklich daran arbeiten möchtest, Nein sagen zu können in Zukunft, Grenzen setzen zu können, dann klick unbedingt in der Infobox unten auf den Link, den ich dir dahin gepackt habe. Denn in meinem neuen Online-Kurs De-Stress Your Life habe ich diesem Thema Grenzen setzen ein ganzes Modul gewidmet. Und da kannst du deine eigenen Trigger analysieren, warum und in welchen Situationen und wem gegenüber sagst du vielleicht immer Ja, obwohl du eigentlich Nein meinst. Du lernst Schritt für Schritt, wie du am besten Nein sagst, wie du das einübst und dann im Alltag auch anwendest, dass du es wirklich auch abrufen kannst und es für dich leicht und zur Gewohnheit wird.
Du bekommst ein ausführliches E-Book mit Dutzenden von Formulierungen für ganz konkrete Alltagssituationen, die du eben gleich auswendig lernen kannst. Und unter anderem noch eine Entscheidungshilfe, in welchen Situationen ein Nein angebracht ist und in welchen nicht. Den Link findest du unten in der Infobox. Klick drauf, damit diese Erschöpfung und Verausgabung und dieses Zu-Kurz-Kommen deiner eigenen Bedürfnisse in Zukunft für dich Vergangenheit ist.